Sagen Sie dem Karl, dass er das Gepäck hinauftragt. Ich ziehe mich jetzt um. Wenn mein Vater kommt, führen Sie bitte gleich zu mir. Für mich wissen wir, wer es ist. Der Herr Schwiegerpapa ist da. Meine Tochter will ich überraschen. Sie sind? Der Vater. Von der gnädigen Frau? Ja. Aber schau, Margalit, muss denn das so laut sein? Kaum bin ich ein bisschen eingetunkt, gleich machst du wieder so einen Krawall. Ich werde gleich noch einen ganz anderen Krawall machen. So? Gretel, lass uns einen Augenblick allein. Gretel, hier bleiben, weiterpacken. Ja, grüß dich Gott, Schwiegerpapa. Na, das ist aber nett. Na, sowas. Können Sie mit Ihnen, nicht wahr? Und so weit sind wir noch lang nicht. Was? So weit sind wir nicht. Nein. Mit wem hast du denn gesprochen? Mit der Frau Direktor. Du Depp, du. Da hat sie was Schönes angelegt. Ist dem Herrn Direktor was passiert? Es wird etwas passieren. Und wann sehe ich dich wieder? Du Felix, wenn du heute Nachmittag nicht zu mir kommst, geschieht ein Unglück. Also diesen Ton hätte ja wirklich nicht ja, weil du schon kein Frauenkenner bist. Ich habe das auf den ersten Blick gesehen. Dame! Ist keine. Das ist vielmehr eine ganz eine ordinäre Person, weil sie nicht verheiratet sind. Ich bin schon verheiratet. Was, sie sind verheiratet? Ja. Na bravo. Wo ist denn das Frau? Ja, das im Haus? Na, no. Passen Sie auf, Karl. Sie werden sehen, wenn Sie einmal ein Kind haben, da werden Sie erst verstehen, was es heißt für ein Vaterherz, wenn sein einziges Kind aus einer gemeinen Person betrogen und bestohlen wird. Gretel ist nämlich auch jung verheiratet. Bist du wahnsinnig? Leugne nicht! Dein eigener Vater hat es mir erzählt. Ich fahre zu meiner Tochter nach Wien. Zu meiner Gretel. Ich bringe ihm einen Sinn. Ja, wo habe ich denn die Fotografie? Wo habe ich denn die? Ah, einen Hosensock habe ich. Oh, jetzt habe ich einen Punkt. Schon her? Und die wird sich freuen. Die wird sich riesig freuen, wenn ich auf einmal bei ihr auftauche.